Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Runde Tavern Brawl! Dieses Mal haben wir Ragnaros Fire Festival. Und nachdem man liest, so was da uns auf uns wartet und auch schon mal vorkam, nämlich ein Mini-Rack, der gegen uns und gegen den Gegner immer abwechselnd Geschosse richtet, habe ich mir ein Deck ausgedacht, nämlich ein Warrior. Armor Swiss, alle kriegen mehr Armor. Mehr Minions, also die wollen sterben, der will, dass alle Damage bekommen, der will allen Damage verteilen, der will Damage in your face. Der ist enraged auf jeden Fall. Grim Patron wird witzig, und dann habe ich einfach noch ein paar witzige Karten rein. So, schauen wir mal, ob das was wird. Gegen einen Rogue. Ich glaube, das erste Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich mit einem Priester gespielt. Ich habe versucht, dass niemals irgendwas passiert. Prinzipiell wurde damals das süße Ragnaros nie größer, in meinem Fall. Ich habe ihn controlled. Absolut controlled. Schauen wir mal, wie es hier wird. Vermutlich nicht so gut. By Fire Be Purged. Mini-Me. Mini-Rack. Burn your enemies randomly. Das ist interessant. Am Ende meines Zugs greift er mich auch an. Die, Insect. Naja, man kann entweder viel Leben aufs Board hauen, damit er halt einem nicht Schaden macht, oder ihn einfach nicht größer werden lassen. Das sind zwei Möglichkeiten. Naja. Gang up. Eine tote Karte, würde ich sagen. Vorerst. Sehr schön. Ja, Leben. Ja, man kann auch Leben generieren. Jetzt darf halt bloß keine Eier bekommen. Balls of Steel. Tja, das Problem ist halt, ja, du musst was spielen. Oder wenn du was spielst. Was, der hat jetzt schon eins bekommen? Aber wenigstens ist es nicht tot. Und ich habe mehr davon. Strike. Die, Insect. Ja, er hat einen getötet. Mini Regates Attack, when he needs his rights a minion. Nice one. Mini Rack ist jetzt ein stärker. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hat er beim ersten Mal sogar nur einen Schaden gemacht? Nee, auch zwei. Naja, mein Gegner macht im Moment nicht viel, aber das Ei wird wahrscheinlich sterben. Und das Schöne ist, wenn er irgendeinen Minion spielt, dann ist die Gefahr von Frothing Berserker noch höher. Deutlich höher. Mein Gegner macht bisher gar nichts. Er hat Gang abgespielt und dann ist Ei. Bisher noch nicht sehr bedrohlich, aber mein Gegner ist auch stark am Überlegen. Echo? Danke. Ja, macht er halt nochmal, dann ist die eine Karte weg. Ja, kann man machen. Da das Ei jetzt ploppt, werde ich wahrscheinlich das Ei zerstören. Oh. Genau. Deathbite. Werde ich das weghammern. Ihm schön sein Leben nehmen. Leben, 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 Leben. Leider nicht mehr viel. Aber immerhin, jetzt macht er schon 5 Damage. Jetzt eskaliert er nämlich langsam. Langsam aber sicher eskaliert er. 5 Damage randommäßig, da könnte auch eine Tauntwall bald nichts mehr machen. Facehunter ist vielleicht auch gut in dem Modus. Weil Rag ist auf deiner Seite. Raggedy Deck? Das war okay. Die Insect. Das machen wir so. So.
Hitten dich? Es wird alles gehittet? Wir machen das so. Hitten sein Face. Minirack, hör auf damit. Nein. Nein. Naja. Ich krieg auf jeden Fall einiges an Leben, wie es aussieht. Oh ja. Und jetzt macht er schon 7 Damage, also wird immer stärker. Jetzt eskaliert er extrem. Grommish wird. Na, wobei auch mit. Ja, ich werde auf jeden Fall Face is the Place spielen. So, jetzt prinzipiell. Danke für die Heilung. Ein Leben dazu. Mehr Hammer oder so? Oh, das ist gut. Das ist eine gute Karte. Warte mal, das ist eine Karte von mir. Shit, warum habe ich die nicht gespielt? Vielleicht habe ich die nicht. Das kann sein. Ja, okay. Alles gut. Dann machen wir das da. Und das. Dann machen wir das Ei kaputt. Oder auch nicht. Ist auch in Ordnung. Dann bleibt es halt am Leben. Habe ich im nächsten Zug mehr Spaß. Acht Schaden. Könnte theoretisch alles Face gehen. Rack, du weißt, was du meinst. Du weißt, was du willst. Face is the place. Auch nicht schlecht, ja. 6 Leben. Und ja. Jetzt kommt er aber an. Mein Gegner. Jetzt kommt er aber an. Was passiert eigentlich, wenn das Board voll ist? Zerstört dann Rack die ganze Seite? So wie es in anderen Boards ist? Mhm. Oh, Special Reward. Ah, vielleicht ist das auch sein Ziel. Ich will ja eigentlich bloß gewinnen, aber er will... Na gut. Na gut. Die, Princess! Wir kriegen ja dann ein Special. Wow! Das wird ja theoretisch gesteigert, aber ich weiß nicht, ich hab's ja schon. Ich weiß nicht, wie sehr das noch gesteigert werden kann. Das einzige Problem ist jetzt gerade, er hat gerade die Oberhand. Er kann hier alles klären und dann, naja, schauen wir mal. Theoretisch mit Grommish kann ich ihn töten, wenn er jetzt... Kann ich ihn immer noch töten, wenn er jetzt nichts macht. Also wenn er keinen Taunt legt, GG. Oder Rack erledigt's wieder. Ist auch eine Möglichkeit. Wäre ich auch nicht böse drum. Rack entscheidet sich. Face is the place. Ja, am Ende wird's gezeigt. Wie viel Damage oder wie viel Schüsse hat Mini-Rack geschossen und wie viel Kills hat er gemacht. Okay. Probieren. Ich werd's mal überarbeiten, das Deck, und dann nochmal neu probieren. So, gegen einen Paladin. Ich muss zugeben, jetzt wurde das Deck ein bisschen teurer. Drüber die Berserker habe ich mit reingenommen. Ansonsten, ja, King Mosh ist jetzt eigentlich aus Fun drin. Ansonsten, ja, Varian Wrynn. Oh je, was ist denn das? Diesmal wollen wir Late Game spielen, habe ich gehört. Möglich. Wobei Varian Wrynn kann einiges reinbringen. Die Valkyrie, die wir im letzten Spiel gesehen haben, sollte auch rein. Oh shit, diesmal wird's eskalieren. Ort Paladin. Ja. Reporting for duty. Ja. Das wird ganz schön eskalieren, würde ich behaupten. Oh ja, das ist gut. Wir werden den Ansturm schön überleben. Mhm, wir kriegen Leben, während mein Gegner. Joa. Er Rack füttert. Das wird Horror. Einzerkarten spielt er? Ja, der will wirklich füttern. Speak your peace. Und jetzt wird aufgeräumt. Das war wieder gut. Das war wieder sehr gut. Ja. Na gut. So,
Dann schauen wir mal, was mein Gegner macht. Dritter Zug, der könnte was spielen. Füttert der Rack noch mehr? Nein? Na doch, schon. Er füttert Rack ganz schön heftig. How long can this go on? Oh, schade. Wobei, ich krieg noch die Arme. Das ist okay. So, Zähne, Rack. Alles klar. Egal, was du spielst, das wird nicht mehr lange leben. Da wird alles eskalieren. Also, du hast dein eigenes Grab geschaufelt, würde ich behaupten. Warum tut er sowas? Dingen Worry. 16. Theoretisch überlebe ich einen Zug noch. Wie sieht's bei dir aus, mein Freund? Wenn du nichts spielst, dann nicht. Reporting for duty. Und jetzt? Mit dem Hammer sie alles stärker machen? Let me light the way. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was passiert. Haha! Get in here! Everyone! Party time! Das war ein leckeres Lebensschild und haben noch einige überlebt. Why? By my beard! Explosion! Die ganze Liste voll ist. So, wie schon erwähnt, du hast dein eigenes Grab geschaufelt. Genieße es, mein Freund. Genieße es. Du bist tot. Ich kann mir nicht ich kann nicht überlegen, was mir dir noch hilft. Da hilft dir gar nichts mehr. GG. Yes, die Insekt. Oh ja. Mini-Rack ist deutlich mehr gestiegen diesmal. Nice one. Das ist ein lustiger Brawl auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall lustig. Aber naja. War, gab's schon. Angeblich soll es nächste Woche einen neuen Brawl geben. Da bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Na gut, 2 Racks. Das ist okay. Überdurchschnittlich, würde ich sagen. Alles klar. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Kevin Brawl!